It's a trap. Ich mach mich ja, und da sind wir wieder mit Spider-Man, mit der wunderbaren Black Widow und dem coolen Hawkeye, der nichts anderes als einen Bogen hat. Aber dafür macht der Bogen Bumm. Oder beziehungsweise seine Pfeile. So. Klar. Ich hab ja sonst nichts vor. Schon wieder wissenschaftliche Security-Kampf. Security-Leute. Dass wir immer die Wissenschaftler über den Haufen werfen, hauen müssen. Meine Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Tja. Das ist der Weg in den nächsten Raum, würde ich sagen. Okay, und was ist das? Agent Parton zur Stelle. Egal, es macht Boom. Diese Kameras lösen die Laser aus. Es muss einen Weg daran vorbeigeben. Gut, dass wir jemanden haben, der sich unsichtbar machen kann. Jungs, ihr sollt doch hier... Und wie geht's jetzt weiter? Jetzt brauche ich ein Netz. Achso. Ja gut, dann. Ah, guck mal, der Green Goblin ist schon und wartet auf uns am Eingang. Scheint mir nicht die richtigen Besucherausweise zu haben. It's a trap. Ich mach mich gleich auf den Weg. Wow, ganz schön anstrengend, hier einen Besucherausweis zu bekommen. Kobold und der kosmische Stein müssen warten. Wir müssen hier raus. Also diese Falle haben sie ja geklaut aus Star Wars. Aber ich fand es ganz witzig, dass Stan Lee einen kleinen Gastauftritt hat. Ich meine, der hat immer wieder Gastauftritte da drin. Und den kann man auch immer wieder finden. Allerdings habe ich bis jetzt noch keinen Stan Lee gefunden. Aber immerhin in der Cutscene hatten wir einen Stan Lee. Speichern und fortfahren. Oh, Venom. Und Symbiontenwissenschaftler haben auf einmal. Na toll. Noch mehr Symbiontenwissenschaftler. Das da drüber? Cool. Was auch immer das war. Okay, ich glaube, da kommen wir ältere Symbionten. Es sind nur Symbiontenpfützen. Okay, wie kommen wir weiter?
Da auch nicht. Spidey, kannst du da was machen? Ah, nee, warte. Haha, das ist wieder ein Auftrag für Explosionsfeil. Jetzt kann Spidey. Mein Spinnensinn kribbelt. Na toll. Sieht aus wie Symbiontenschmiere. Symbiontenschmiere. Lecker, lecker, lecker. Leckere Symbiontenschmiere. Okay, vorsichtig, Symbiontenschmiere. Da bleibt man leicht stecken. Bum, 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 bum. So, okay, aber wir müssen wieder hacken. Okay. Das ist irgendwas, was ich mit ihm machen kann. Entweder kann ich die Teile explodieren lassen oder ich kann... Ah ja, okay. Mhm. Braucht er noch den letzten. So, und dann haben wir wieder was fürs athletische Auge. Okay, ich muss da... Das sollte Madame machen, die sie unsichtbar machen kann. Wenn du mal den freigeben würdest, dann könnte ich da auch ran. So, und hopp, und hopp, und hopp. Muss ich da vielleicht schon unsichtbar hochspringen? Okay. Problem erkannt, Problem gebannt. Lass den Mann mit Superkräften vor. Was ist hier passiert? Das ganze Labor ist verlassen. Es ist nicht ganz verlassen. Es sind überall eklige Viecher. Dingens. Symbionten-Mist. Na, mich hat schon wieder Symbiont-Schlacke erwischt. Okay, da kommen wir noch nicht weiter. Ein Stromausfall zu sein. Wenn wir einen Generator finden, sollte bald wieder alles laufen. Dann sag mal, wo du einen findest. Sieht nicht nach dem nach Generator aus. Aber das könnte Generator sein.
Und wir können was basteln. Und einen Fall bitte. Und weiter geht's. Kannst du auch hacken? Nein, du kannst nicht hacken. Ich dachte schon. Hätte mich jetzt gewundert. Okay, was müssen wir machen? So. Ha, ich bin ein Genie. Strom wiederhergestellt für. Vorsicht geboten. Wiederhergestellt wird wieder. Nicht gut, wenn der wichtige Teil von Rauschen übertönt ist. Ja. Immer problematisch. So. Okay. Da können wir was basteln. Ne, können wir nicht, oder? Ne, da kann man nichts basteln. Das ist irgendeine Anspielung auf irgendwas. Es ist ja fast das. Es kommen die aus den Wänden. Nein, Spidey hängt schon wieder irgendwo fest. Oh, oh, oh. Entschuldigung, da habe ich meine eine Black Widow ausgenockt. Ne, da kommen wir nicht weiter. Okay, weiter. Hopp, hopp. Venom oder irgendein Kobold. Einen von beiden kriegen wir heute noch. Entschuldigung, aber es war die Rache von vorhin, Spider-Man. Okay, wie kommen wir hier weiter? Okay, das, da kann man auf alle Fälle jetzt was basteln. Was auch immer das sein mag. Eine Boombox. Hast du gesehen, wie es Panik bekommen hat bei dem Lärm? Ganz klar, Aliens-Symbionten.
Hallo? Das scheint die Ursache des Problems zu sein. So, Spidey, du darfst wieder. Flammen haben ihn Angst gemacht. Ja, wobei ich mag Flammen auch nicht besonders. Und dafür muss ich nicht unbedingt ein Symbiont sein. Für ein gänzlich legales und komplett harmloses Bürogebäude. Ist es hier wirklich ganz schön eklig. In der Tat. Meinst du, das sind alle? Nein. Ich sehe sie. Wie immer schön, dich zu sehen, Spider-Man. Was für ein Netzgewirr, ihr Spinnen! Und Spider-Man, der uns ablehnt! Du hast uns ein paar Freunde zum Spielen mitgebracht! Jungs, das ist Venom. Venom, der Junge. Ja, das andere ist nämlich im Mittel. Spaß! Wie schon! Yeah. Wir sparen dich uns für zuletzt ab, Spider-Man. Okay, wie kriegen. Wo kann man das nächste Bar ziehen? Ah, okay. Notmaßnahmen für streng geheime Symbiontenforschung aktiviert. Perfekt. Okay, was auch immer das war, gerade was wir da freigeschaltet haben. Okay, wen können wir als nächstes? Du kommst hier nicht lebendig raus. Okay, Spider-Man, dein Spinnsitz. Was in der Nähe? Und können wir was basteln? Ja, wir können was basteln. Und diesmal ist es ein... was auch immer. Eine Glocke! Der grüne Kobold, los! Ich hätte meine Anti-Kobold-Pfeile einstecken sollen.
Legolas! Ha! Kannst du mit den anderen Avengers seine Spur aufnehmen? Ich muss abspülen, Hausaufgaben machen, meiner Freundin erklären, warum ich sie immer und immer wieder im Café versetze. Mein Leben ist ganz schön hart. Für dieses Wortspiel Legolas auf alle Fälle. Und damit haben wir Wissenschaftleranzug freigeschaltet. Wir haben Venom freigeschaltet. Und wir haben 99 aller möglichen Teile gefunden. Aber keine von denen. Okay. Geschichte fortsetzen. Sag mir, dass du den Stein hast. Tut mir leid, Sir. Der grüne Kobold ist entwischt. Carlson. Ich weiß, Sir. Aufräumaktion bei Oscorp. Sag mir, dass du was gefunden hast. Abgesehen von den ca. 100 Tastaturen für Hulk, bin ich meine Satellitendaten über diesen Silver Surfer durchgegangen, dem wir begegnet sind. Der triefte nur so von kosmischer Kraft. Das hatte ich befürchtet. Und ich habe Silver Surfers Energiesignatur von diesem geheimnisvollen Schiff verfolgt. Sieht aus, als wären sie in Latveria gelandet. Latveria? Das bedeutet Dr. Doom. Sir, es gab einen Einbruch im Raft. Iron Man, Hulk, ihr seid dran. Okay, Sir, wir kümmern uns sofort darum. Danke für den Kaffee. Warum sollte jemand in das Raft einbrechen? Das muss so schnell wie möglich untersucht werden. So, und damit kommen wir auch ans Ende. Ob wir in der nächsten Folge oder ob es überhaupt eine nächste Folge gibt und sehen können, wer ins Raft eingebrochen ist und ob Iron Man noch mehr coole Dance-Moves kann, das sehen wir eventuell in der nächsten Folge. Wie gesagt, ob wir es sehen, hängt davon ab, wie ihr abgestimmt habt. Vielleicht gibt es auch einen Livestream dazu. Wir werden es sehen. Mir bleibt auf alle Fälle zu sagen, bisher hat es mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir uns bei einem anderen Projekt oder vielleicht bei diesem Projekt wiedersehen werden. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, wir sehen, hören und spielen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.